Also wir gehen am Dienstag, jetzt den 13. Oktober, zum Schulamt Miltenberg. Dort dürfen wir mit 3 Eltern rein. Ich habe den Termin dort vereinbart, weil ich meine Sorgen und Nöte darlegen möchte. Ich habe ein 6-jähriges Kind, der in die Schule geht, und ich sehe jeden Morgen diese Kinder mit den Masken. Und deswegen möchte ich alle Eltern aufrufen, mir die Elternbriefe zukommen zu lassen. Wenn ihr Sorgen und Nöte diesbezüglich habt, schreibt mir maximal 2 DIN A4 Seiten. Oder ihr könnt am besten an dem Tag selber vorbeikommen um 14.45 Uhr. Das ist der Fährweg 35 in Miltenberg. Ich werde dort auf euch warten ab 14.30 Uhr und ihr könnt mir die Elternbriefe übergeben. Jetzt zur Gruppe Freiheitsboten und zu eurer Aktion. Für wen sind die Gruppen Freiheitsboten Miltenberg auf Telegram und Facebook in erster Linie gedacht? Wen würdest du da gerne einladen und ansprechen? Ich würde gerne diejenigen ansprechen, die Zweifel haben, die gerne mehr Informationen haben möchten, die den Austausch suchen im Umkreis. So, hallo zusammen. Das ist mein erstes Interview, das ich in der Form führe. Das hat einen guten Grund. Die Covid-19-Krise, die bringt ja schon ein bisschen Durcheinander ins Leben rein, und ich bin froh, hier mal bei der Mariana sein zu dürfen. Wir haben uns also über einen Bekannten kennengelernt, da sind wir vermittelt worden. Mir wurde mitgeteilt, dass die Mariana eine Initiative und eine Aktion ins Leben gerufen hat, wo es gerade darum geht, wie doch die Maßnahmen auch die Kinder betreffen. Und da möchte ich jetzt der Mariana einfach mal selbst überlassen, sich euch vorzustellen. Hallo, mein Name ist Mariana Ventura. Ich bin in Eichenbühl zu Hause und habe einen Laden in Bürgstadt. Ich habe 2 Kinder, 6 und 19 Jahre alt. Ich habe diese Aktion bzw. Initiative Freiheitsboten Miltenberg gegründet, aufgrund dessen, weil ich wollte, dass mehr Aktionismus stattfindet. Ich wollte Leute dazu animieren, mitzumachen und ja auch selber was zu tun. Das heißt, wir verteilen Flyer, und jetzt haben wir eine Aktion nächste Woche am Dienstag, den 13. im Schulamt Miltenberg. Ja. Und da wollen wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für erzeugen. Ich betreibe einen Blog, der heißt IBASIT, das ist das Akronym aus Ich bin, also sollte ich denken. Die Sachen werden natürlich nachher auch verlinkt in der Videobeschreibung, damit man das alles finden kann. Und die Mariana hat also eine Gruppe gegründet auf Telegram und mittlerweile auch auf Facebook, die sogenannten Freiheitsboten Miltenberg. Und was war deine Hauptmotivation, diese Gruppe ins Leben zu rufen? Die Hauptmotivation war einfach mal etwas zu tun, nicht immer nur etwas zu posten und auch mal mit jemandem zu reden, sondern auch mal wirklich was zu tun, um Leute mit ins Boot zu nehmen, abzuholen, gemeinsam Leute finden, mit denen ich mich austauschen kann, auch vor Ort und nicht in Facebook oder Man dreht sich da in Facebook manchmal so ein bisschen im Kreis, hat man das Gefühl. Und genau. In diesen Gruppen, Telegram oder auch also nicht auf dem persönlichen Profil in Facebook, sondern in einer Gruppe in Facebook, kann man doch ein bisschen mehr besprechen oder auch was organisieren und auf die Beine stellen, wenn es um Aktionismus geht. Weil die reinen Informationen austauschen, ist das eine. Genau. Aber dann auch was auf die Beine zu legen oder ins Leben zu rufen, macht natürlich Sinn, eine Gruppe zu gründen, wo man sich ein bisschen organisieren kann. Genau. Und Facebook ist ja, wenn ich das mitbekommen habe, auch teilweise YouTube schon ein bisschen am Zensieren, am Zurückschrauben. Und auf Telegram kann man sich, glaube ich, noch recht frei oder komplett frei austauschen. Genau. Und ich habe auch Leute gesucht, wo vor Ort sind. Ne? Okay, speziell. Genau. Also eure Gruppe ist nicht gedacht, wir wollen uns deutschlandweit austauschen, nein, sondern ihr wollt also für den Landkreis Miltenberg, genau, für Miltenberg speziell Aktionen planen, besprechen, was es da für Möglichkeiten gibt. Genau. Meine generelle Frage, was hast du für einen Eindruck, wenn man heute die Covid-19-Maßnahmen kritisiert, kann man sich da noch frei mit den Leuten unterhalten oder ist es eher schon ziemlich eingeschränkt? Das ist ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen eingeschränkt.
Es gibt Leute, die steigen drauf ein und die sind kritisch, aber andere Leute wiederum nicht. Und dann kommt man gleich in die Schiene, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Dass ich jetzt öfters gehört habe oder einfach ja nicht so nette Worte. Also es ist schwierig und man kann schon fast sagen, dass die Berichterstattung dogmatisch ist. Also es gibt nur dieses eine, das ist richtig und sonst alles andere ist falsch und böse, so ungefähr. Genau. Und wie schätzt du die Berichterstattung, oder hast du am Anfang die Berichterstattung zu Covid-19 eingeschätzt und wann sind da deine Zweifel gekommen, dass da was nicht stimmen kann? Also wie gesagt, ich gucke kein Fernsehen. Berichterstattung auch in den Nachrichten? Ja, ich höre halt hier in meinem Studio das Radio immer so zwischendrin, mal, wenn es mal leise ist. Und dann hieß es, ja, okay, jetzt Laden zu. Nur vorher, Januar, Februar, dachte ich, na, schon wieder so eine Krankheit, wie die Schweinegrippe, Vogelgrippe, BSE, ich weiß nicht, was alles. Schon, genau. Ja. Und dann hast du, okay, Covid-19, naja gut, betrifft mich jetzt erstmal nicht. Und dann hieß es ja, Laden zu. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt rappelt es aber im Karton. Ne? Also das war mir eigentlich von Anfang an klar, dass es nicht so... Also ich hatte das Gefühl, das stimmt irgendwie nicht. Also es ist ein Bauchgefühl, dass da was nicht stimmig ist. Ja. Und dann bist du, glaube ich, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, im Vorgespräch in die Recherche gekommen. Das heißt, du hast dich aktiv begonnen, selbst zu informieren. Genau, ich hatte 7 Wochen Zeit dafür, ja. Okay, 7 Wochen Zeit. Kein Geschäft, ja. Dann bist du sogar jemand, der es so genutzt hat, wie ich das immer propagiert habe. Ich habe gesagt, Leute, nutzt diese Zeit und informiert euch mal über den Horizont hinaus. Toll, also das ist jetzt ein schöner Zufall. Jetzt zur Gruppe Freiheitsboden und zu eurer Aktion. Für wen sind die Gruppen Freiheitsboden Miltenberg auf Telegram und Facebook in erster Linie gedacht? Wen würdest du da gerne einladen und ansprechen? Ich würde gerne diejenigen ansprechen, die Zweifel haben, die gerne mehr Informationen haben möchten, die den Austausch suchen im Umkreis, nicht über Facebook oder so. Denn wenn jemand nahe dran ist, sage ich mal, dann hat man da einen besseren Bezug dazu. Ich möchte Leute ansprechen, mitzuhelfen. Wie gesagt, wir verteilen ja auch Flyer hier. Mhm. Wir brauchen viele Verteiler im Landkreis Miltenberg. Diese Flyer finanzieren wir auch durch eigene Spenden. Das heißt, ich habe die bis jetzt bestellt und diejenigen, die Flyer abgeholt haben, haben mal 15, 20 Euro gegeben. Ja. Dadurch ist auch die nächste Ladung sozusagen wieder finanziert. Und wir brauchen halt Leute, die mitmachen beim Verteilen, die auch mal 5 Euro oder 10 Euro auch mal spenden für diese Sachen oder auch mal selber eine Aktion planen wollen. Die möchte ich einladen, selbst etwas zu tun und auch Leute mit ins Boot zu holen, eine Aktion durchzuführen. Und letztendlich tust du da quasi mit Telegram eurer Gruppe und mit der Facebook-Gruppe eine Plattform schaffen, wo man sich austauschen kann über diese Möglichkeiten, wo man sich absprechen kann, hier, was kann ich übernehmen für eine Aufgabe und so weiter. Genau. Alles klar. Also das ist natürlich ganz wichtig, da verweist man natürlich am Schluss drauf, im Video zum einen und aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Wo findet man diese Gruppen, wie findet man da hin? Und dann kann ich auch nur empfehlen, einfach mal reinzuschauen, mitzumachen und zu unterstützen, wer das denn für richtig hält, weil der Diskurs scheint nur noch schwarz-weiß zu sein und irgendwas stimmt da einfach nicht. Also da hat man kein gutes Gefühl mehr dabei. Also die Zweifler, die Fragen haben, es gibt Ansprechstellen, man findet sie nur schwierig und vielleicht könnte man hiermit eine Möglichkeit bieten im Landkreis Miltenberg und haben hier eine Aktivistin, du bist nicht parteipolitisch aktiv oder du machst es aus reinem. Deine Kinder sind in der Schule, du siehst, dass das nicht gut ist, du hast da ein gutes Gefühl dabei. Ja. Und dann kann man da sagen, okay, wir können uns hier vielleicht ein bisschen mit einbringen und ja, zusammenwachsen. Ihr verteilt zwischenzeitlich eben Flyer im Landkreis. Die Finanzierung haben wir eben schon angesprochen. Das ist eine wichtige Frage, weil da wird uns ja manchmal, sag ich mal, der Egoismus unterstellt, wir würden nur unsere Grundrechte wieder einfordern. Geht es nur um Grundrechte oder siehst du einfach, dass die Gefährlichkeit dieses Virus nicht so ist, wie man es uns eigentlich in den Massenmedien permanent unterstellt? Also hätte ich jetzt von Anfang an gesehen, dass da eine Übersterblichkeitsrate ist, da gab es ja die Seite Euromomo im Internet oder gibt es immer noch und da konnte man ja nachverfolgen, jede Kalenderwoche, wie waren jetzt die Todeszahlen.
Also hätte ich jetzt gesehen, dass da eine Übersterblichkeitsrate ist oder hätte auch im Umkreis Bekannte oder Verwandte gehabt, die irgendwie schwerst betroffen gewesen wären, dann hätte ich sicherlich wäre ich mitgelaufen mit den Maßnahmen. Also da, das wäre kein Ding gewesen. Aber du siehst jetzt quasi seit einem halben Jahr, da passiert nichts. Und das sind ja offizielle Statistiken, genau, die uns hier zur Verfügung stehen. Genau. Aber der Mainstream berichtet nicht über diese offiziellen Statistiken, sondern uns wird mit 3, 4 namhaften Persönlichkeiten gesagt, wie unwahrscheinlich gefährlich das ist, dass da irgendwo was nicht stimmt. Also es ist eine riesen Diskrepanz zwischen für jeden zugänglichen Statistiken, die sind vom Deutschen Bundesamt für Statistik, also die sind hochgradig offiziell, man kann mit 3, 4 Klicks eigentlich hinfinden. Und es gibt, wenn ich mich nicht recht täusche, einige recht gute Seiten, erste für Aufklärung, über die man auch an gute Informationen finden kann, die dir, glaube ich, auch geholfen haben, da ein bisschen klareres Bild zu verschaffen. Ja, unter anderem. Ich habe aber auch natürlich die offiziellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut genommen, habe die gegengerechnet und da war ich bei 0,01 irgendwas an Sterblichkeit, an also Prozent. Wir liegen im Bereich der Grippe. Genau, und das habe ich jetzt so seit auch im April dann nachverfolgt und habe dann auch diverse Sachen gelesen dort. Das ist kein, also ich weiß nicht, bis zu einer bestimmten Kalenderwoche kein Covid-19 mehr nachvollziehbar war im Sentinel. Das ist ja eine bestimmte eine bestimmte Form, wie man was rausfindet. Ja. So genau kann ich das jetzt nicht wiedergeben. Aber das heißt, wenn man an die Primärquelle klickt, sieht man eine Zahl, die nicht zur Berichterstattung passt. Nein. Die einfach, also das passt hinten und vorne nicht zusammen. Ja. Und das wird dann auch eine Empfehlung sein. Wir werden also, denke ich, dann noch einige Links einbauen, wo man eben ein bisschen tiefer nachschauen kann. Es kostet halt Mühe, es kostet Arbeit. Ja. Und ich denke, das ist auch eine der Absichten von diesen Gruppen, da euren Teil dazu beizutragen, den Leuten zu helfen. Wo kann ich mich informieren über diesen standardgepredigten Horizont, kann man es ja schon fast sagen, hinaus. Und wie kann man sich beteiligen? Die Verlinkung zu den Gruppen, die kommt auf alle Fälle in die Videobeschreibung. Das wiederhole ich nochmal, das ist auch ganz wichtig. Und welche Botschaften, Einladungen würdest du jetzt, also ich habe diese Aktion am Dienstag geplant, da geht ihr zum Schulamt für den Landkreis Miltenberg. Genau. Dazu vielleicht mal ganz kurz, was ihr da vorhabt. Also wir gehen am Dienstag jetzt den 13. Oktober zum Schulamt Miltenberg. Dort dürfen wir mit 3 Eltern rein. Ich habe den Termin dort vereinbart, weil ich meine Sorgen und Nöte darlegen möchte. Ich habe ein 6-jähriges Kind, der in die Schule geht und ich sehe jeden Morgen diese Kinder mit den Masken. Ich weiß nicht, inwieweit das Schulamt das wahrnimmt, was uns betrifft, uns Eltern. Die wissen wahrscheinlich schon, sage ich mal, wie es um die Situation bestellt ist, aber das wissen die nicht. Und deswegen möchte ich alle Eltern aufrufen, mir die Elternbriefe zukommen zu lassen. Wenn ihr Sorgen und Nöte diesbezüglich habt, schreibt mir maximal 2 DIN A4 Seiten, entweder per E-Mail unter miltenbergcovid@gmx.de könnt ihr mir schreiben. Ihr könnt mir auch die Briefe hier einschmeißen in meinem Laden, in die Freudenberger Straße 12 in Bürgstadt. Oder ihr könnt am besten an dem Tag selber vorbeikommen um 14.45 Uhr, das ist der Fährweg 35 in Miltenberg. Ich werde dort auf euch warten ab 14.30 Uhr und ihr könnt mir die Elternbriefe übergeben. Also ich würde sagen, das hast du so vollständig gesagt, das kann man gar nicht verbessern. Und ich würde sagen, mit diesem Abruf oder Aufruf schließen wir auch. Schaut in die Gruppe mit rein, das kostet nichts. Sich zu informieren kostet nichts, nur ein bisschen Zeit. Ich denke, dass hier wir auf einem Kurs sind, der schwierig ist und dass keine Risiko-Nutzen-Abwägungen mehr stattfinden, sondern dass nur noch über die Gefahr gesprochen wird. Das sollte eigentlich schon ein bisschen alarmieren, weil der Wissenschaft gehört dazu, zu hinterfragen und vor allen Dingen, wenn Maßnahmen ergriffen werden, welche Risiken sind damit verbunden. Und das findet hier anscheinend gar nicht mehr statt. Ich darf euch ganz herzlich einladen, der Gruppe von der Mariana zu folgen, reinzuschauen und zu gucken, wie denn wer unterstützen möchte. Und ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Mariana. Dankeschön, Frank. Und drücke euch die Daumen für eure Aktion. Ich werde am Dienstag dabei sein. Super. Ich darf natürlich nicht mit rein.
Aber vielleicht kann ich draußen das eine oder andere Interview führen. Ja. Und wenn ihr rauskommt, könnt ihr mir vielleicht ein Gefühl vermitteln, was haben die, wie haben die Leute darauf reagiert, nehmen sie euer Anliegen ernst oder wischen sie es vom Tisch. Mhm. Und dann würden wir das auf meinem Blog und natürlich in allen möglichen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, auch euch auf dem Laufenden halten. Ja, also ich denke, je mehr Elternbriefe wir haben, umso mehr ihre Elternbriefe übergeben, umso besser wird es einfach, ja. Dann bedanken wir uns beide bei euch ganz herzlich und wir bitten alle Stotterer zu verzeihen. Wir sind Anfänger und Amateure und machen das hier ehrenamtlich. Danke, Frank. Das war super. Ich danke dir. Na, alles Gute. Gleichfalls.